Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum zweiten Special von Let's Play EVE Online. Heute möchte ich mit euch auf eine Zuschauerfrage eingehen, die da lautete: Erklär uns doch mal die Waffen. Mit Waffen sind speziell die Waffen in den High Turrets gemeint. Erklär uns doch mal, was da ist, wie das ist. Denn da fehlt am Anfang ein wenig die Übersicht. Gut. Bevor ich damit anfange, würde ich sagen, setzen wir uns jetzt einfach mal. Wir laufen zurück in unser schönes Quartier und hocken uns auch einfach mal gemütlich hin. Für dieses kleine Tutorial hier, das ich hoffe so einfach wie möglich euch die Inhalte näher bringen zu können, habe ich mich auch mit meinen alten Zockerkumpels mal ein wenig kurz geschlossen und habe sie nach ihrer Meinung gefragt, was sollte man denn erwähnen und was nicht, was ist wichtig und was nicht, denn wie bei vielem in EVE kann man auch über die Waffen einfach stundenlang quatschen und aus diesem stundenlangen Gequatsche, ich will euch ja die Ohren quasi nicht voll quatschen, habe ich versucht, euch in ein paar Punkten die wichtigsten Inhalte, was Waffen angeht, zusammenzufassen, muss man sagen. Ich gehe jetzt mal hier am besten in den Markt. Die Waffen findet ihr in EVE Online unter, ich zeige es euch nochmal, Ship Equipment, dann Turrets und Base. Und dann könnt ihr hier sehen, habt ihr hier die verschiedenen Waffentypen, beziehungsweise hier auch sogar die Mining Laser. Fangen wir mal bei Punkt 1 an. Die grundsätzliche Unterscheidung aller Waffen in EVE Online. Und zwar Waffen gibt es jeweils für die verschiedenen Schiffstypen, das heißt, es gibt kleine Waffen, Small Waffen, beziehungsweise auch Munition dazu. Es gibt die Medium für Cruiser, Battlecruiser, es gibt die Large für Battleships und Marauder und die XL-Varianten, die Extra Large für Capitals und so weiter, auf die ich heute im Detail nicht eingehen möchte, denn bis ihr die fliegen könnt, habt ihr quasi Waffen in euer Blut aufgenommen und braucht euch dieses Tutorial nicht mehr ansehen. Die kleinsten Schiffe gehören natürlich Fricks, Destroyer und so weiter, habe ich eben nicht erwähnt, da gehören die Small-Waffen hin. Grundsätzlich gibt es in EVE Online vier verschiedene Großwaffentypen, möchte ich mal sagen. Da gehören zur skilltechnisch gesehen zur Missile Launcher Operation gehören die Missile Launcher, quasi die Raketenwerfer, beziehungsweise die Missile Abschussrampen. Dann haben wir die sogenannten Hybrid Turrets. Die fallen unter Gunnery, genau wie die Laser-Turrets, die auch unter Gunnery fallen. Und auch zum Gunnery gehören die Projectile-Turrets. Jeder dieser vier verschiedenen Waffentypen hat seinen eigenen Lernstrang in den Skills. Das heißt, in den Gunnery müsst ihr Hybrid, Laser, Projectile und Missile Launcher jeweils getrennt voneinander hochskillen. Und jeder dieser Waffentypen ist im Groben einer Rasse zugeordnet. Die Missile Launcher gehören zu den Kaldari, die Hybrid Turrets gehören zu den Galente, die Laser Turrets gehören zu den Amar und die Projectile Turrets gehören zu den Minmatar. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, dass irgendein Schiff in der Reihe der Schiffe von den Amar, von den Kaldari, von den Galente, wie auch immer, mal ein anderes Waffensystem benutzt. Aber man könnte auch sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, im Groben kann man das schon so gelten lassen. Fangen wir doch mal mit den Missile Launcher an. Bei den Missile Launchern gibt es im kleinen Bereich die Light Missiles und die Rocket Launcher. Das sind quasi die beiden Türme, wenn man so möchte, für kleine Schiffe. Ihr könnt aber
nicht, wenn ihr Light Missiles für die Light Missile Launcher kauft, die mit den Rocket Launchern abschießen. Und andersrum natürlich auch nicht. Das heißt, wenn ihr euch einen Waffenturm kauft bei den Light Missile Launchern, müsst ihr auch die passende Munition dafür kaufen. Immer ganz wichtig beachten. Das heißt, wenn ihr Rocket Launcher kauft, kauft Rockets. Wenn ihr Light Missiles kauft, kauft ihr Light Missiles. Dann haben wir hier die Heavy Launcher und die Heavy Assault Launcher. Dafür gibt es auch die Heavy Assault Missiles und die Heavy Missiles. Entsprechend passend dazu. Die unterscheiden sich eigentlich im Groben dadurch, dass die Heavy Assault Launcher etwas flotter schießen als die Heavy Launcher. Aber schaut euch das am besten im Detail. Feuerrate und Reichweite und ähnliches. Am besten mal selbst in der Info des entsprechenden Waffentyps an, denn wenn ich euch jetzt erzähle, schießt so und so weit, schießt so und so schnell, ist das in einem halben Jahr vielleicht wieder geändert worden und dementsprechend ist das nur eine grobe Regel. Für die größeren Schiffe haben wir dann zum Beispiel die Cruise Launcher und die Torpedos. Hier ist der große Unterschied, dass Cruise Launcher wesentlich weiter schießen können als Torpedos, aber dafür nicht so viel Damage machen. Ist übrigens auch der Unterschied bei allen dieser Waffen. Das heißt, Light Missiles können weiter schießen als Rockets, aber machen dafür nicht so viel Damage. Genau wie hier und bei den Cruise Launchern und den Torpedos. Quasi Long und Short Range. Dann haben wir im gleichen System die Blaster und die Railguns. Die Blaster sind die Short-Range-Waffen, die viel Schaden machen. Die Railguns sind die Long-Range-Waffen, die weniger Schaden machen, aber dafür sehr viel weiterkommen. Die Laser, da haben wir die Long-Range, die Beam-Laser und die Pulse-Laser sind die Short-Range-Waffen. Und dann haben wir zum Schluss die Projectile Turrets. Das sind einmal die Artillery Cannons, das sind die Long Range Waffen und die Auto Cannons, das sind die Short Range Waffen. So. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, warum gibt es denn überhaupt verschiedene Waffentypen? Warum benutzen nicht einfach alle Laser? Das ist ganz einfach, das sind grundsätzlich unterschiedliche Waffen schon vom, man könnte sagen, Gedanken her. Zum Beispiel die Laser-Turrets, wie der Name heißt, schießen Laser ab. Die Hybrid und brauchen deshalb natürlich auch keine Munition. Die Hybrid-Turrets brauchen Munition und sind so eine Art, ja man könnte sagen, Zwischending. Die Projectile-Turrets sind die guten alten Kugeln, die man schießt, die Maschinengewehre quasi nur in hochmodern. Und die Missile-Launcher schießen, man könnte im Allgemeinen Raketen sagen, aber es gibt Torpedos, Raketen, Light Missiles und so weiter, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Das heißt, es sind grundsätzlich andere Waffen, die alle ihre Vor- und ihre Nachteile haben, auf die ich noch im Detail ein wenig mehr eingehen möchte. Falls ihr das Video übrigens beim ersten Mal nicht versteht, weil die Zusammenhänge noch nicht ganz so da sind. Guckt euch das Video einfach nochmal ein zweites Mal an, denn wie bei allem in EVE, das eine beeinflusst das andere und ohne dass du A weißt, verstehst du B nicht, aber ohne dass du B nicht weißt, verstehst du eigentlich A auch nicht. Deshalb, im Notfall, wenn ihr es beim ersten Mal nicht ganz versteht, kein Problem, guckt es euch einfach ein zweites Mal an. Dann möchte ich ein paar Grundsatzfragen beantworten, nämlich, wie erkenne ich, was für ein Waffentyp ich auf mein Schiff fitten muss. Das ist ganz einfach zu beantworten. Ihr guckt einfach, was für einen Bonus euer Schiff gibt. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel die Korax. Wir rufen uns die Info von diesem Schiff auf und dann steht es hier schon. 5% Bonus auf die Light Missile und auf die Rocket Kinetic Damage pro Level, beziehungsweise 10% auf die Light Missile und Rocket Explosion Velocity pro Level. Daran seht ihr, okay,
Ihr braucht Light Missiles oder Rockets. Am besten mit Kinetikschaden. Oder ihr braucht Light Missiles oder Rockets, weil der Explosionsschaden, der Explosionsgeschwindigkeitsschaden übersetzt erhöht wird. Daran könnt ihr sehr gut erkennen, okay, für dieses Schiff brauche ich jetzt Light Missiles. Es ist übrigens am Rande, ganz wichtig, nicht möglich, auf einem Schiff, das Missiles fittet, Gunnery-Sachen drauf zu fitten. In den meisten Fällen. Das ist nicht immer so, das ist von Schiff zu Schiff unterschiedlich. Also es gibt auch Schiffe, wo man es sogar gemischt oder untereinander getauscht wechseln kann, aber es macht jetzt wenig Sinn, auf einem Schiff, wo ich jeweils 5 und 10% Bonus auf irgendwas kriege, etwas völlig anderes zu fitten. Ja, also versucht euch an eure Bonis zu halten. Wenn ihr ein genialer Fitter seid und das Fitting schon längst von Schiffen total gefressen habt, könnt ihr natürlich von mir aus auch gerne Experimente machen. Aber in den meisten Fällen ist es nicht weise, bei den Waffen sich nicht an den Bonus zu halten. Dann eine ganz allgemeine Frage: Wann benutzt man Short Range und wann benutzt man Long Range Waffen? Über den Daumen ganz grob gepeilt könnte man sagen, ihr benutzt Short Range Waffen im PvP gegen andere Spieler. Und ihr benutzt Long-Range-Waffen im PvE-Bereich, also für Missionen und ähnliches. Ist aber auch nur eine Pi mal Daumen-Regel. Es kann auch gut sein, dass ihr im PvE-Bereich auch besser Short-Range-Waffen benutzt. Oder manchmal im PvP-Bereich sind Long-Range-Waffen wichtiger. Beispiel: Ihr seid eine Fleet aus 20 Mann, die alle Long-Range-Waffen gefittet haben. Ihr könnt weit über 100 Kilometer schießen. Und ihr wisst, eure Gegner sind jetzt am nächsten Tor. Also kann es gut sein, dass euer Fleet-Commander dann zu euch sagt, bitte auf 100 Kilometer Entfernung weg ranwarpen. Dann warpt ihr quasi 100 seid ihr 100 Kilometer von dem Tor weg. Könnt ihr aber trotzdem noch auf eure Gegner schießen, aber eure Gegner nicht auf euch, weil die Short Range gefittet sind. Das sind lauter so kleine Ausnahmen, die immer situationsabhängig sind. Das heißt, ihr müsst halt schauen, wie weit ist mein NPC-Gegner oder mein echter Gegner wahrscheinlich von mir weg, aus der Erfahrung heraus. Und oder für den Plan der Fleet heraus und müsst dann entsprechend euer Schiff angepasst fitten. Ja, viel wichtiger eigentlich als die Waffen an sich in Eve ist die Munition. Eigentlich möchte ich in diesem Tutorial weniger auf die Waffentürme an sich oder auf die Gunnery bzw. auf die Turrets eingehen, sondern vielmehr auf die Munition, denn die Munition macht nämlich am Ende des Tages den Unterschied. Wie zum Beispiel habt ihr gesehen, dieses Schiff eben, was wir angeguckt haben, die Korax, die kriegt zwar allgemein einen Bonus auf die Light Missiles, aber im Speziellen kriegt sie nochmal 5% auf die Kinetic Missiles, also die Missiles, die Kinetikschaden verursachen. Das sind so leider kleine Details, die dann nochmal so das Quäntchen noch rausholen, auf die ihr achten solltet. Was für Schadenstypen gibt es allgemein? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal in den LPs erwähnt, deshalb gehen wir jetzt auch mal auf die Munition. Wir haben verschiedene Munitionstypen für verschiedene Waffen. Es gibt grundsätzlich immer EM-Schaden, kinetischer Schaden, thermalen Schaden und Explosivschaden. Also Kinetikschaden, kinetische Energie aus der Physik quasi. Das heißt, wenn du deinem Kumpel auf die Fresse haust und haust ihm voll eine rein, dann ist die Energie dabei entsteht kinetisch. Kinetischer Schaden. Thermaler Schaden ist klar Wärme. Explosiver Schaden
Explosion, Explosivschaden, kann man nicht viel mehr zu sagen. Und EM-Schaden ist, wie erkläre ich das am besten, elektromagnetischer Schaden. EM-Schaden. So, diese Grundvier verschiedenen Typen gibt es, die ihr verursachen könnt, beziehungsweise die eure Schilde abwehren müssen. Andersrum gesehen. Aber heute geht es ja um die Waffen, nicht um die Verteidigung. Ihr müsst, ich fange mal so an. Es gibt bei den verschiedenen Waffen, wo es ja auch Vor- und Nachteile gibt zu allen Waffen, diese Vor- und Nachteile sind auch von den Launchern bzw. von den Turrets abhängig, aber viel mehr von der Munition, viel mehr, das beeinflusst es viel mehr. Beispielsweise ein großer Vorteil der Missiles ist, dass ihr immer verschiedene Missiles dabei haben könnt. Es gibt für jeden Schadenstyp eine Missile. Das heißt, eine Scorch-Missile zum Beispiel macht Kinetik-Schaden. Und wenn ihr jetzt merkt, okay, mein Gegner hat wahrscheinlich oder meine NPC-Gegner oder PvP-Gegner hat wahrscheinlich ein Problem im EM-Bereich, dann nimmt man sich natürlich Waffen mit, die EM-Schaden verursachen und schießt damit auf ihn. Missiles werden aber deshalb im PvP wenig verwendet, weil Missiles natürlich, genau wie Torpedos, eine ganze Zeit brauchen, bis sie im Ziel einschlagen. Und da PvP-Kämpfe meistens nur recht kurz dauern, ist das Zeit vergeht, in der man schon sterben kann. Deshalb sind Light Missiles sehr gut fürs PvE. Da kann man sich immer aussuchen, mit welcher Munition oder welcher Schadensart man auf einen Gegner schießt. PvP ist das eher schlecht. Dann haben wir hier, wie ich das schon eben erklärt habe, die Light Missiles, die Heavy Missiles, die Assault Missiles, die Cruise Missiles und so weiter. Also ihr seht, die Unterscheidung ist hier eigentlich ziemlich banal und einfach. Der Name ist Programm. Heavy Assault Missiles gehören in den Heavy Assault Launcher. Die Heavy Missiles gehören in den Heavy Missile Launcher. So, was haben wir dann noch? Die Hybrid Charges gehören natürlich in die Hybrid Waffen. Die Frequency Crystals, das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich, gehören in die Laserwaffen. Denn die Laserwaffen, weil es ja Licht ist, quasi brauchen eine Linse. Und diese Linsen setzt ihr quasi vor die Waffe. Und das ist eure Munition. Denn Linsen verbrauchen sich. Die gehen mit der Zeit kaputt. Und wenn sie kaputt sind, braucht ihr neue. Deshalb hatte ich früher auch immer mindestens zwei Satz von jeder entweder bei mir oder an der nächsten Station, wenn ich mit Amar-Schiffen Missionen geflogen bin. Zu guter Letzt haben wir die Projectile-Armo, also die gute alte Bum-Bum. Man sieht es hier auch schon an diesem schönen Bild, die gute alte Bum-Bum-Munition. Die macht im Gegensatz zu den Light Missiles macht die immer einen speziellen festgelegten Schaden. Ihr könnt euch da nicht entscheiden. Das heißt, Beispiel jetzt, die Plättet Uranium S macht Explosiv-, Kinetik- und Thermalschaden. Ziemlich viel gemischt. Es gibt aber auch Munition, die macht dann EM, Explosiv und Kinetik oder nur eine, zwei Schadensarten. Bei den Hybrid Charges ist das etwa ähnlich. Wir schauen jetzt mal zum Beispiel hier ein paar Iridium an. Hier haben wir Kinetik und Thermalschaden. Die Antimatter Charge macht Kinetik und Thermalschaden und so weiter. So, bei den Frequency Crystals nehmen wir nochmal ein paar Large jetzt zur Abwechslung. Ihr seht auch an dem Namen, könnt ihr erkennen, was ihr habt. Gamma L oder auch Gamma S und so weiter. Da seht ihr, das ist alles recht logisch aufgebaut. Die machen EM und Thermalschaden. Genauso wie die Standard. Die machen auch EM und Thermalschaden.
Und bei den Großen, bei den Gammas, ist es nämlich auch so, die machen nämlich auch EM und Thermalschaden. Mit dem Hintergrund, dass ihr ja quasi eine Laserwaffe habt. Und alle Laserwaffen machen immer EM und Thermalschaden. Grundsätzlich. So, damit haben wir die Grundlagen von Waffen und von der Munition, die Grundlagen durch. Ich wiederhole das jetzt nochmal ganz grob für euch. Es gibt vier verschiedene Waffengrößen, die euch erstmal interessieren müssen, beziehungsweise drei ganz am Anfang, nämlich die Small, die Medium und die Large Waffen für kleine, mittlere und große Schiffe. Es gibt vier verschiedene Arten von Waffen, Großarten von Waffen, nämlich die Missile Turrets, die Missile Turrets, sage ich schon, ja. Die Missiles, die Hybrid Turrets, die Laser Turrets und die Projectile Turrets. Also quasi die fliegenden Raketchen, die Hybridwaffen, die Laserwaffen und die gute alte Projektilmunition. Je nachdem, was für ein Typ es ist, beziehungsweise was für eine Munition es ist, haben die alle ihre Vor- und Nachteile. Zum Beispiel, ein Laser trifft ja sofort ein, schlägt sofort ein, aber wir können unsere Schadensart nicht wählen. Die Missiles brauchen eine Zeit lang, aber ja, Sprengköpfe kann man wechseln. Entweder wir machen EM-Schaden, wir machen Kinetik-Schaden, wir machen Thermalschaden, wie auch immer. So. Das sind die Grundlagen. Ich könnte euch jetzt schon mit noch mehr Details nerven, aber das tue ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal in einen anderen Bereich über, nämlich zu den Grundlagen. Ich möchte erstmal mit euch eine Grundsatzfrage erklären, und zwar: Was ist denn der Optimal und was ist der Fall-Off? Wie erkläre ich euch das am besten? Beziehungsweise, wo zeige ich euch das am besten? Sekunde, da müssen wir zu den Waffen. So, Turrets Base. Machen wir es doch mal bei den Minmata. Das ist ein recht gutes Beispiel. So. Ihr habt immer bei den Waffen eine Angabe Optimal Range und Fall-Off. Beides zusammengerechnet, also in dem Fall 10,5 Kilometer und 8,7 Kilometer, ergibt eure Reichweite, die ihr habt, je nach Skills manchmal noch so einen Meter weiter. Jedenfalls, der Unterschied ist in der optimalen Entfernung, Optimal Range, trefft ihr eigentlich immer, theoretisch zumindest, mit 100%. Sofern sich euer Ziel nicht bewegt. Wenn ihr jetzt aber im Accuracy Fall-Off, also im Fall-Off-Bereich seid, ist es so, dass nach diesen 10,5 Kilometer, also quasi ab 10,51 Kilometer Entfernung, eure Treffergenauigkeit sinkt. Ungefähr als würdet ihr eine Waffe in der Hand halten und ab 10 Kilometer Entfernung ist euer Gewackel, hat euer Gewackel Einfluss, Gewackel mit der Hand natürlich, Einfluss darauf, wie gut ihr trefft. Das ist ungefähr so die Erklärung davon. Und umso weiter ihr aus dem Optimal raus seid, umso weiter ihr aus dem Optimal raus seid, desto mehr trefft ihr nur Müll. Ne? Quasi 10,51 Kilometer treffen wir besser wie auf 10,7 Kilometer, auf 10,8 Kilometer treffen wir noch schlechter, auf 10,9 Kilometer treffen wir noch schlechter und so weiter, bis wir irgendwann diese 10,5 plus 8,7 Kilometer erreicht haben und dann sind wir eigentlich aus unserem Schussbereich raus und gucken nur in die Röhre, weil dann fliegt die Munition irgendwo hin, nur nicht zum Schiff, sondern immer daran vorbei.
weil ihr eben nicht dort mehr zielen könnt. So. Diese zwei Daten eigentlich sind immer wichtig, vor allen Dingen bei allen Gunnery-Waffen. Die unterscheiden sich immer ein bisschen. Also zum Beispiel bei den Minmata jetzt habt ihr meistens wenig Optimal, aber viel Fall-Off, weil man bei den Minmata meistens, beziehungsweise bei den Projectile Turrets, eigentlich nur im Fall-Off schießt und niemals im Optimal. Bei den meisten ist es so, ihr habt 50 Kilometer Optimal als Beispiel und 10 Kilometer Fall-Off. Bei den Minmata wären das dann 20 Kilometer Optimal und 30 Kilometer Fall-Off. So, was ist noch wichtig weiterhin? Das Tracking. Das Tracking ist ungefähr eure Schussgenauigkeit, kann man ganz grob sagen. Und zwar, im Normalfall bewegt sich ja euer Ziel irgendwohin. Und je nachdem, auch wenn ihr jetzt selbst schießen würdet mit einer Waffe. Und sich ein stehendes Ziel ist natürlich einfacher zu treffen als ein sich bewegendes Ziel. So, und die Zahl des Trackings gibt an, wie genau ihr mit dieser Waffe euer Ziel treffen könnt. Müsst ihr euch quasi vorstellen, ihr steht am Ziel und entweder ihr wackelt viel mit der Hand oder ihr wackelt wenig mit der Hand. Je nachdem trefft ihr das Ziel vorne, den kleinen schwarzen Punkt, entweder genauer oder eben nicht so genau. Was habe ich hier noch auf meinem schönen schlauen Zettel stehen, was ich euch unbedingt erklären wollte? Wie fliegt eine Missile bzw. wie schlägt sie im Ziel ein? Dazu müsste ich jetzt eigentlich auch hier jetzt wieder eine wunderschöne Einblendung machen. Um es zu erklären, ihr schießt Missiles, genau wie alle anderen Waffen, ja immer wieder in einem gewissen zeitlichen Abstand ab. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Umso schneller ihr schießen könnt, desto mehr Schaden macht ihr logischerweise. Bei einer Missile ist es jetzt speziell so, weil eine Missile ja quasi nicht sofort einschlägt, sondern eine gewisse Zeit braucht, dass es ein bisschen anders ist wie bei anderen Waffen. Machen wir die Munition. Nehmen wir doch mal ein paar Light Missiles zur Ansicht hier. Ein paar Scorch, weil die so beliebt sind. So, bei einer Missile ist es so, ihr schießt diese Missile ab und sie fliegt. Und sie fliegt natürlich mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und diese Missile kann, weil ihr der Treibstoff sonst ausgeht, nur so und so viele Sekunden fliegen. So, jetzt fliegt die Missile auf euer Ziel zu und kurz vor eurem Ziel muss diese Rakete ja auch ihr Ziel treffen. Es gibt quasi diese, sagen wir mal, zwei großen Bereiche, nämlich einmal der Teil, in dem die Missile auf euer Ziel zufliegt und der Teil, bevor sie einschlägt. Das ist, ihr könnt euch das so bildlich vorstellen, um es zu vereinfachen. Um jetzt das Beispiel hier aus diesem Fensterchen zu nehmen, ihr habt die maximale Geschwindigkeit 3,75 Kilometer, die maximale Flugzeit. Daraus ergibt sich logischerweise, wer in Physik aufgepasst hat, die Entfernung, mit der ihr schießen könnt. Und die Explosion Velocity, nämlich 170 Meter pro Sekunde, ist deshalb wichtig, weil wenn eure Missile quasi, stellt euch das so vor, hinter dem Ziel herfliegt, einfach nur direkt, ne, am Arsch hinten dran hängt, aber eure Missile zu langsam ist vor euer Ziel, dann kann sie auch nicht treffen. Deshalb ist die eine möglichst hohe Explosion Velocity wichtig. Könnt ihr jetzt, indem ihr andere Munition kauft, nicht dermaßen beeinflussen. Alle diese Werte könnt ihr höchstens mit den Skills verbessern, aber das ist rein für das Verständnis, wie eine Missile fliegt. Ihr schießt sie ab, sie fliegt hinter dem Gegner her bis zu einer gewissen Flugzeit,
sie muss ja auch eine Kurve fliegen, hin und her und Bögen und weiß der Geier was. Dann ist sie vor dem Gegner und muss quasi schnell genug sein, um mit dieser Explosion Velocity euren Gegner auch zu treffen zu können. Das ist, glaube ich, das Einfachste, wie man es erklären kann. Dann ein ganz wichtiger Punkt im ganzen EVE-Universum. Der Signaturradius. Der Signaturradius hängt 1:1 mit eurem Tracking beziehungsweise mit den Missiles zusammen. Ich zeige euch das jetzt mal anhand meines Battleships hier. Hope Derp Mobile. So. Der Signaturradius steht im Normalfall ganz unten hier. Dieses Schiff hat einen Signaturradius von 460 Metern. Jetzt holen wir uns mal so ein. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. So ein kleines süßes Ding von Fregatte daher. Schiffe. Wo haben wir sie denn? Fregatten. Was ganz Kleines. Nehmen wir doch mal eine Bantam. So, und eine Bantam hat einen Signaturradius von 35 Metern. Was sagt uns das jetzt? Umso größer der Signaturradius ist, desto besser könnt ihr getroffen werden. Ganz einfach. Das Problem hierbei ist aber, es gibt zwei Unterscheidungen. Wenn ihr mit einem großen Schiff und einer großen Waffe auf ein kleines Schiff schießt, werdet ihr nicht so gut treffen, wie als wenn ihr mit einem großen Schiff auf ein großes Schiff schießt. Denn die Waffen der großen Schiffe sind auch für große Schiffe ausgelegt. Ist in echt natürlich auch nicht so viel anders. Die kleinen Schiffe haben aber den Vorteil, dass sie sehr klein sind, sehr wendig sind und den Schiffen, zum Beispiel Interceptoren, sind extrem schnell. Interceptoren können zum Beispiel eine Missile wegfliegen. Ein Laser würde nicht mehr treffen, weil ihr euch zu schnell bewegt einfach, ja? Ihr seid zu schnell damit, weil das Tracking in Anführungszeichen zu schlecht ist, weil ihr damit nichts mehr trefft. Deshalb ist der Signaturradius und auch das Tracking sehr wichtig. Ein gutes Tracking, umso besser das Tracking, desto besser könnt ihr treffen. So. Was können wir noch sagen? Noch ein wichtiger Punkt. Es gibt die Radial Velocity. Und um euch Radial Velocity zu erklären und euch nicht so ein hässliches Bild zu präsentieren, docken wir am besten mal schön ab. So. Da sind wir auch abgedockt mit unserer Rattlesnake. Und ich drücke jetzt mal auf Stopp mein Schiff. Und dann, wenn mein Schiff heute nochmal stoppt, weil es sehr langsam und sehr träge sich bewegt. Ja, so langsam klappt das. Schalte ich jetzt einfach mal die taktische Übersicht an. Radial Velocity könnt ihr euch so vorstellen. Wir sind ja jetzt hier im Zentrum. Ich zeige uns nochmal. Wir sind im Zentrum um diesen Punkt herum. Ich fliege vielleicht sogar mal ein paar Meter hier weg, damit ihr das besser seht. So. Hui. Ein Battleship bewegt sich. Das ist schon ein kleiner Unterschied zu unser kleinen Flunder im normalen Let's Play, ne? Ja. Boah, 106 Meter. 108. 110. 112. Der Wahnsinn. Da wirst du doch bekloppt. So. Und zwar, wir sind hier jetzt hier quasi mittig. Mal angenommen, unser schöner Gegner fliegt um uns hier jetzt rum. Ja, er ist eine kleine Freck, verdammt schnell.
fliegt die ganze Zeit so um uns rum und wir können eigentlich nichts treffen. Warum? Das ist die Radial Velocity. Deshalb habe ich jetzt auch diese Ansicht gewählt, wegen diesem Kreis hier. Radial Velocity beschreibt die Geschwindigkeit, mit der uns der Gegner umkreist. Auf dieser kreisrunden Bahn, wenn ich jemanden orbite quasi. Und umso schneller ich jemanden orbite, desto schlechter kann er mich treffen. So einfach ist das. Es ist... Ja, ihr müsst halt, wenn ihr jemanden orbitet, immer darauf achten, dass ihr die richtige Entfernung habt zu dem, den ihr orbitet. Denn wenn ihr nur 5 Kilometer entfernt seid, könnt ihr nicht eure volle Geschwindigkeit ausnutzen. Wenn ihr jetzt 20 Kilometer entfernt seid, könnt ihr eure volle Geschwindigkeit ausnutzen, aber im Verhältnis bewegt ihr euch ja auch langsamer. Das heißt, wenn ich mich hier mit 500 Metern pro Sekunde bewege, bewege ich mich ja so um ihn rum. Wenn ich jetzt außen hier, sagen wir mal, 700 Meter fliege, brauche ich ja aber viel länger, um diese Strecke hier zu bewältigen. Und das heißt, wenn ihr euch hier jetzt imaginär eine Linie vorstellt, bewegt er sich ja langsamer. Quasi. Weil er viel länger braucht, um das zu bewegen. Wenn ich jetzt 50 Kilometer weg bin, bewege ich mich auf diesem Riesenbogen mit meiner Geschwindigkeit und bewege mich langsamer. Ich bin dann zwar weiter weg und er kann mich schlechter treffen, aber ich bewege mich langsamer, weshalb er mich aber im Sinne des Trackings doch wieder besser treffen kann. Was ich damit sagen will, ist, ihr dürft nicht zu nah an jemanden ranfliegen, weil ihr dann zu langsam seid. Ihr dürft aber auch nicht zu weit wegfliegen, weil er euch dann quasi besser trefft, weil er aus seiner Sicht quasi ihr euch langsamer bewegt. Wenn wir uns das aus unserer Sicht hier jetzt mal uns anschauen, wie können wir das am besten machen? Das ist so wie Einsteins Relativitätstheorie. Genau, ja, ist klar. Es ist genauso bescheuert und kompliziert zu erklären, obwohl es eigentlich sowas von einfach ist, wenn man es mal verstanden hat. Kleinen Moment, ich suche mir gerade mal ein Ziel. So. Wenn ich jetzt, wie können wir das jetzt am besten erklären? Das System ist für meine Erklärung ungeeignet. Wir fliegen jetzt mal zur Sonne von mir aus oder hier irgendwo hin. Ist ja auch egal. Wenn ein Ziel jetzt sich nahe von mir befindet, wie dieses Ziel, und wir fliegen weg, scheint sich dieses Ziel schnell zu bewegen, wie diese beiden Planeten. Aber Ziele, die weit weg sind, wie diese Sonne hier, bewegen sich sehr, 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 sehr langsam. Es sei denn, wir kommen jetzt näher, dann scheint sich dieses Ziel wiederum sehr schnell zu bewegen, weil die Entfernung niedriger ist. Genau das war das, was ich euch vorher versucht habe mit dem Tactical Overview zu erklären. Im Sinne von nicht zu weit weg, weil ihr dann im Vergleich zu langsam seid, und nicht zu nah, weil wiederum eure eigene Geschwindigkeit zu niedrig ist, weil ihr euch nicht auf dem kleinen Umkreis hier nicht schnell genug bewegen könnt. Das ist Radial Velocity. Es werden bestimmt alle sagen, mein Gott, ich hab's doch schon vor 5 Minuten verstanden, du Trottel. Aber ich wollte nur ganz sicher gehen. Radial Velocity übrigens könnt ihr euch relativ einfach einblenden. Ihr geht in die Overview Settings und sagt, jetzt habe ich mich verklickt. Open Overview Settings. Da könnt ihr euch ja euer ganzes Overview gestalten, wie ihr wollt. Und da habt ihr hier alle Möglichkeiten. Den Tag, die Corporation, die Alliance, die Velocity, die Radial Velocity, die Transversal Velocity und auch die Angular Velocity.
Und wenn wir jetzt hier auf die Radial Velocity, man. Das ist doch mal... Hey, Radial Velocity Man, das klingt wie der Titel eines Songs. Egal. Klickt dann, kriegt man das hier angezeigt. So, wir waren stehen geblieben bei Waffen, die Cup benötigen versus Waffen, die kein Cup benötigen. Ganz wichtige Unterscheidung in EVE. Es gibt Waffen, wie zum Beispiel die Laserwaffen. Ihr müsst ja auch irgendwie den Laser erzeugen. Die benötigen Energie, die von eurem Schiff abgezogen wird. Und es gibt Waffen, die benötigen keine Energie, wie zum Beispiel die Missiles. Die werden ja einfach nur abgeschossen. So, hier, genau, da. So. Die Projectile Turrets zum Beispiel benötigen ihr könnt das immer, wenn ihr immer wisst, wie viel, ich erkläre euch das jetzt am besten allgemein, wenn ihr wissen wollt, wie viel Energie braucht ein Gegenstand, damit ich ihn nutzen kann. Ich zeige das jetzt mal am besten an einem Shield Booster. Small Shield Booster. Da ist er auch schon. Steht das immer in der Beschreibung drin. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Guckt in die Beschreibung rein. Da erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Da steht hier nämlich Activation Time / Duration. 2 Sekunden ist dieses Teil hier aktiv. Und Activation Cost sind 20 Gigajoule. Wenn ihr hier guckt... Activation. Ja, da findet ihr nichts. Wenn wir uns jetzt mal die Beam Laser. Dual Giga Beam Laser. Das klingt doch mal nach einer Waffe. Anschaut. Genau, da haben wir es. Seht ihr hier, Activation Cost 520 Gigajoule. Pro Schuss, logischerweise. Da seht ihr immer, braucht diese Waffe Energie oder nicht. Was haben wir denn weiteres? Large gegen Small Waffen und warum die Großen gegen die Großen besser treffen als die Kleinen. Das hatten wir ja schon. Long Range und Short Range. Das hatten wir auch schon. Habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel notiert. Auf den ich ab und zu mal nebenbei drauf geguckt habe. Ja, gibt's denn noch irgendwas zu sagen? Ich könnte euch jetzt noch mit ein paar Details zuquatschen. Ist die Frage, ob ich das tun sollte oder nicht. Ich glaube, wir docken in der Zeit mal ein bisschen hier. So. Mit ein paar Details. Was für Details kann ich euch denn so verraten? Wir hatten die... 3 verschiedenen Größen bei den Schiffen und den Waffen, die uns am Anfang interessieren. Wir hatten die 4 verschiedenen Arten, nämlich die Hybrid, die Missile, die Laser und die Projectile Turrets, die jeweils auch eine Unterkategorie oder Unterkategorien haben, je nach Größe des Schiffes und je nachdem, ob das eine Long Range oder eine Short Range Waffe ist. Könnt ihr euch im Markt ja immer angucken. Was ist, habe ich euch ja am Anfang erklärt. Zum Beispiel die Beam Laser sind Long Range und die Pulse Laser sind Short Range. Ja, darunter findet ihr dann immer S, M und L Waffen für Small, Medium und Large oder auch Extra Large, wenn ihr dann irgendwann mal ein Capital fliegt oder ein Dreadnought. Dreadnought Waffen, um Posten abzuschießen. Riesenteile, die Dinger. Schweineteuer, kann kein Mensch zahlen. Ja, doch, kann man zahlen, aber. Hat nicht viel Sinn, außer ich besitze einen Dreadnought und außer ich will eine Post abschießen. Ja, was können wir denn noch sagen? Ein paar Details. Ich hoffe, dass das, was ich jetzt sage, sich in nächster Zeit nicht so ändert, aber Vorteil für die Missiles ist, die Missiles haben grundsätzlich die Eigenschaft,
Bei Missiles könnt ihr immer wählen, welchen Schadenstyp ihr macht. Das könnt ihr bei den anderen, bei den Hybrid, bei den Laser Turrets und bei den Projectile Turrets nicht tun. Allerdings haben diese natürlich den Vorteil, dass diese Waffen sofort treffen, was im PvP ein großer Vorteil ist. Das heißt, in dem Moment, wo er die Waffe abschießt, schlägt sie sofort ein. Die Laser Turrets treffen hauptsächlich mit EM und Thermal, und die Hybrid Waffen sowie die Projectile definieren, was für einen Schaden sie machen über ihre Munition. Und diese Munition, das ist vielleicht mal wichtig, das zu beachten, hat verschiedene Eigenschaften. Deshalb wollte ich auch vorhin sagen, die Waffen definieren sich hauptsächlich über ihre Eigenschaften. Zum Beispiel die Projectile-Munition hat dann oft Range-Bonus im Sinne von wie weit ihr kommt oder auch nicht. Je nachdem, umso weiter ihr kommt, desto weniger Damage macht die Waffe. Umso näher ihr dran seid, desto mehr Damage macht ihr die Waffe. Und es gibt auch oft sagen wir mal, Waffen, die einen großen Malus haben, also im Sinne von einem Abzug. Das heißt, wenn beispielsweise die Waffe, damit ich wieder keine Zahlen nenne, die Waffe hohen Damage machen würde und trotzdem sehr weit treffen würde, würdet ihr irgendeinen Abzug bekommen. Beispielsweise euer Schiff ist 100% langsamer oder von mir aus auch 500% oder 1000, das ist jetzt erstmal egal. Wie gesagt, die Zahlen spielen keine Rolle. Das heißt, wenn ihr eure Waffen gekauft habt für euer Schiff und wollt schauen, was für Munition benutze ich da, schaut in die Attribute der Waffe genau rein, was für einen Schaden macht sie, wie weit komme ich damit, wie gut treffe ich damit und habe ich irgendwelche speziellen richtig heftige Abzüge. Bei Munition in Missionen speziell oder auch im PvP ist es sogar so, eigentlich bei allen Waffen außer den Missiles, müsst ihr immer mehrere Satz dabei haben. Also ein Satz Carbonized, ein Satz EMP, ein Satz Phase Plasma. Damit ihr die verschiedenen Eigenschaften dieser Munition immer einstecken habt. So, das war mal wieder ein ziemlich trockenes Thema. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch dazu so sagen könnte. Also, dass ich jetzt gerne ein bisschen Geballer machen würde, aber ich habe leider im Moment niemand, mit dem ich jetzt ein bisschen schießen könnte, um euch das ein wenig näher zu bringen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich schaue nebenbei nochmal auf meinen schlauen Zettel hier. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video wieder gefallen. Ich freue mich echt über jeden Daumen, über jedes Kommentar, über jede Art von Rückmeldung, die ihr mir gebt, um zu sehen, meine Videos sind toll, meine Videos sind flop, der Ton, deine Stimme war zu leise, deine Stimme war zu laut, die Musik war zu laut, die Musik ist zu leise, ja, jede Art von Rückmeldung, egal ob positiv oder negativ, freut mich immer tierisch. Weil ich dadurch von euch viel zurückkriege, dass euch es gefällt, was ich mache und dass euch das und das mal nicht gefallen hat. Es freut mich immer, sowas zu lesen. Möchte ich mich auch nochmal an dieser Stelle bei euch dafür bedanken. Es macht mir einen Riesenspaß, ihr seid spitzenmäßig. Auch wenn diese Folge mal wieder ziemlich trocken war, ist halt blanke Theorie in EVE. Ich habe euch versucht, das ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten sagt, macht einfach 20 Mal den Daumen runter und sagt, das Video war so beschissen. Mach's einfach nochmal. Das kannst du viel besser, wir wissen das genau. Oder sagt einfach, hey, das Video war super, wir haben verstanden, was du uns mitteilen wolltest. Gebt mir eine Rückmeldung, würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß, eine gute Zeit und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.